Gut, liebe Mitglieder des Raumzeitlabor, zunächst einmal möchte ich mich denjenigen, die es noch nicht wissen, vorstellen. Mein Name ist Pascal Messmer und ich studiere Konferenzdolmetschen mit den Arbeitssprachen Japanisch und Englisch sowie natürlich meiner Muttersprache Deutsch. Und ich sehe, meine Präsentation kriegt gerade einen Schluck auf. In Heidelberg, an der Universität Heidelberg, am Institut für Übersetzen und Dolmetschen, kurz IUD. Das ist dieses hässliche Gebäude. Naja, also. Es ist zumindest nicht spannend, sagen wir es so. Deswegen gehen wir auch gleich weiter. Und ich möchte euch an dieser Stelle kurz den Studiengang Konferenzdolmetschen am IUD vorstellen. Ich werde dabei, wie ihr bereits seht, vom Studiengang vom Institut für Übersetzen und Dolmetschen in Heidelberg ausgehen. Möchte dann einmal übersetzen und dolmetschen, zwei Begriffe, die leicht zu verwechseln sind, gegeneinander abgrenzen. Möchte auf die Arten, die sogenannten Modi des Dolmetschen eingehen. Und dann der Grund, warum ich überhaupt hier bin und euch hier mit meinem Vortrag langweile, nämlich meine Terminologiearbeit. Dieser Vortrag ist eigentlich auf 5 bis 10 Minuten ausgelegt. Allerdings kann es sein, dass ich wie die meisten Dolmetscher früher oder später bereits an Logorö und oder Tachyphasie leide. Sollte das sein, dann gebe ich euch die Genehmigung hiermit, mit leichten Gegenständen nach mir zu werfen, wenn ich zu lang brauchen sollte oder zu schnell sprechen. Der Studiengang Konferenzdolmetschen am IUD in Heidelberg steht hier ganz unten in der unter der Liste aller anderen Studiengänge, die an unserem Institut angeboten werden. Rechts daneben seht ihr die 8 Sprachen, die bei uns angeboten werden. Diese Sprachen werden tatsächlich alle im Studiengang Konferenzdolmetschen angeboten, in den anderen Studiengängen jeweils nur ein Teil dieser Sprachen. Und dazu muss man sagen, meine Arbeitssprache Japanisch in der Kombination mit Deutsch, dieser Studiengang als Konferenzdolmetschen ist weltweit einzigartig. Im Übrigen kann man zu dem Institut noch kurz sagen, dass es schon bereits seit den 60er Jahren Konferenzdolmetscher ausbildet und dass ein Großteil der Konferenzdolmetscher, die fest bei der EU angestellt sind, bei uns ausgebildet werden. Nun möchte ich auf ein kleines Ärgernis eingehen, das wir Dolmetscher immer haben. Die Begriffe Übersetzen und Dolmetschen werden von Laien oft einfach durcheinander geworfen. Ich meine, ihr kennt das garantiert auch, dass Laien wie ich irgendwelche technischen Details durcheinander schmeißen und ihr müsst dann irgendwie herauslesen, was ich vielleicht meinen könnte. Bei uns ist es eher ein bisschen eher so unsere Kleinlichkeit, wenn man uns dann jemand als Simultanübersetzer bezeichnet oder wenn jemand zu uns sagt, ja, übersetzt doch mal. Es gibt einen Unterschied in der Fachsprache zwischen Übersetzen und Dolmetschen, der ganz einfach gesagt, Übersetzen ist normalerweise eine schriftliche Tätigkeit, Dolmetschen eine mündliche. Dementsprechend ist das Ergebnis einer Übersetzung normalerweise dauerhaft verfügbar, kann beliebig oft überarbeitet werden. Ein Übersetzer kann seine Lexika verwenden, um Dinge nachzuschlagen, wenn er sich nicht sicher ist mit einem Begriff. Wir Dolmetscher, unser Produkt ist ein Ad-hoc-Produkt. Was wir sagen, kann nicht mehr ungesagt gemacht werden. Wenn wir es ganz schlimm machen, könnten wir auch Kriege auslösen mit dem, was wir sagen. Das heißt, wir müssen manchmal sehr vorsichtig sein. Und da wir auch nicht in der Lage sind, ad hoc Begriffe nachzuschlagen, wobei ich damit ein bisschen lüge, weil es auch sogenannte simultanfähige Datenbanksysteme gibt, mit denen man während des Dolmetschens einen Teil der Fachbegriffe nachschlagen kann. Diese allerdings, wie gesagt, nur einen Teil für jeden 10. Fachbegriff. Deswegen müssen wir uns vor jedem Einsatz gründlich vorbereiten, was meistens im Widerspruch zu der begrenzten Zeit, die wir dafür haben, steht. Hier habe ich noch einige Theorien aus der Übersetzungswissenschaft aufgelistet. Diese möchte ich jetzt überspringen, weil das eigentlich eher uninteressant ist. Es sieht nur gut auf der Folie aus. Modi des Dolmetschens. Dolmetschen ist nicht gleich Dolmetschen. Was ihr garantiert schon einmal gehört habt, ist der Begriff Simultan-Dolmetschen. Das meint das Dolmetschen mit einer Simultananlage, sprich der Dolmetscher sitzt in einer Kabine, hört den Redner, der in ein Mikrofon spricht und
gibt das Ganze in die, beziehungsweise überträgt das Ganze in die andere Sprache, spricht dabei ebenfalls ein Mikrofon und über einen getrennten Kanal wird das Ganze in das Ohr des Zuhörers geleitet. Es heißt zwar simultan dolmetschen, aber Gleichzeitigkeit gibt es natürlich nicht, zumindest keine absolute. Wir müssen schon gehört haben, was wir sagen. Deswegen ist immer ein kleiner Zeitunterschied. Das kann sich um Sekunden, das kann sich um Bruchteile von Sekunden handeln. Und da wir hier natürlich unter Zeitdruck stehen, müssen wir verschiedenste aktive Strategien anwenden, um mit dem Input umzugehen und daraus einen brauchbaren Output zu machen. Das heißt, wir transkodieren nicht nur. Transkodieren würde, das geht zum Beispiel zwischen dem Englischen und dem Deutschen teilweise sehr gut, würde einfach bedeuten, dass wir das ganze Wort für Wort übertragen. Das machen wir allerdings nur in den seltensten Fällen, meistens dann, wenn wir entweder fachsprachlich nicht mehr mitkommen und nur noch einzelne Fachworte übertragen können, oder dann, wenn wir sozusagen vom Verständnis her überfordert sind. Das kommt vor, sollte nicht idealerweise. Da die Anfragen immer kurzfristiger kommen, kommt es leider doch vor. Nein, wir verwenden Strategien, die übrigens von der Dolmetschwissenschaftlerin Silvia Kalina formuliert wurden, wie zum Beispiel antizipieren. Das heißt, wir hören einen Teil eines Satzes und wissen bereits, was der Redner am Ende des Satzes höchstwahrscheinlich sagen wird, sagen es einfach. Das ist ein einfaches Beispiel dafür, wäre, wenn ein Redner zu Beginn einer Rede sagt, ich möchte Sie, oder dann wissen wir normalerweise, dass er sagen wird, ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserer heutigen Veranstaltung. Und diese paar Sekunden, diese paar Worte können wir uns sparen, müssen wir nicht mehr hören, wir wissen, was der Redner sagen wird. Das kann noch viel weiter gehen. Des Weiteren segmentieren wir, das heißt, wenn wir einen langen, verworrenen Satz haben, wie ihn die deutschen Redner manchmal lieben, dann zerlegen wir das Ganze, machen das sozusagen in mundgerechte Happen. Wir transformieren auch, das heißt, wir sagen das Gemeinte in anderer Form. Wir kleben nicht am Wort, wir versuchen die Kommunikation zwischen den verschiedenen Kommunikationspartnern zu ermöglichen. Das ist nur ein Teil der Strategien, die wir anwenden. Es gibt noch weitere, aber ich wollte nur exemplarisch ein paar vorstellen. Zu den weiteren Modi des Dolmetschen. Konsekutiv Dolmetschen ist stärker zeitversetzt, ist eigentlich älter als das Simultan-Dolmetschen und bedeutet so viel, wie dass der Dolmetscher den Redner erst ein Stück weit, normalerweise nur ein paar Minuten, teilweise bis zu 10 Minuten zuhört, das Ganze mitnotiert und dann zeitversetzt in der anderen Sprache wiedergibt. Wichtig hierbei zu erwähnen ist, dass die Notiz des Dolmetschers nichts mit Stenografie zu tun hat. Das ist eine bloße Gedächtnisstütze. Wir verwenden dafür verschiedenste Krakeleien, Zeichen, natürlich auch Abkürzungen. Und im Endeffekt ist das immer sehr individuell und ein Dolmetscher kann nur seine eigene Notiz lesen. Meistens auch nur bis zu ein paar Tage nach dem Einsatz, länger wahrscheinlich nicht. Ich zeige euch nachher ein Beispiel von meiner Notiz. Daneben gibt es Begriffe wie Community-Dolmetschen, das ist ein sehr schwammiger Begriff, der verwendet wird für Menschen, die zum Beispiel Minoritäten im Alltag unterstützen. Oft sind es auch Angehörige der Familie, die zum Beispiel im Krankenhaus der Oma, die kein Deutsch spricht, helfen, mit dem Arzt zu kommunizieren oder ähnliches. Es gibt aber auch professionelle Community-Dolmetscher. Wie gesagt, der Begriff ist sehr vage und von manchen Dolmetschwissenschaftlern auch umstritten. Natürlich gibt es auch Gebärdensprachdolmetschen, das kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen. Dazu kann ich allerdings nicht viel sagen, ich habe es nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Und dann gibt es das sogenannte Relay. Relay ist eine Subform des Simultan-Dolmetschens. Es funktioniert sozusagen wie stille Post. Angenommen, wir haben 3 Konferenzsprachen. Nehmen wir als Beispiel einmal Japanisch, Deutsch und Französisch. Wir haben einen japanischen Redner. Ich höre diesem japanischen Redner zu und bringe das Ganze ins Deutsche. Nun haben wir aber zum Beispiel noch französischsprachige Zuhörer, die kein Deutsch sprechen. Die wollen aber auch wissen, was der Redner sagt. In dem Fall wird dann meine Verdolmetschung an eine französische Kabine weitergegeben, unter der Annahme, dass die Pivot-Sprache, also die Sprache, die die Kabinen gemeinsam nutzen, Deutsch ist, hört nur die französische Kabine meine deutsche Verdolmetschung und bringt das Ganze zusätzlich ins Französische. Das birgt natürlich einige Risiken, aber es ist für den Kunden sehr, sehr viel günstiger,
als für jede Sprachkombination, die notwendig werden könnte, auf einer Konferenz mit mehr als 10 Sprachen eigene Dolmetscher anzustellen. Jetzt zum Begriff des Konferenzdolmetschers, denn was ich studiere, ist Konferenzdolmetschen. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Arten von Dolmetschern. Community-Dolmetscher habe ich bereits angesprochen. Ein Konferenzdolmetscher ist vereinfacht gesagt ein Dolmetscher, der auch Simultandolmetschen anbietet. Normalerweise bieten wir Simultandolmetschen, Konsekutivdolmetschen, unter Umständen auch Flüsterdolmetschen an. Flüsterdolmetschen hatte ich noch vergessen. Flüsterdolmetschen ist im Endeffekt wie Simultandolmetschen, nur ohne Anlage. Das heißt, man hat nur wenige Zuhörer, sitzt normalerweise ein kleines Stückchen versetzt hinter dem Zuhörer, hört dem Redner zu und flüstert dem Zuhörer eben das Ganze ins Ohr. Das ist, wie gesagt, wie Simultandolmetschen, allerdings noch erheblich belastender. Konferenzdolmetscher arbeiten meistens freiberuflich heutzutage. Es gibt allerdings auch festangestellte Konferenzdolmetscher. Zum Beispiel bei der EU gibt es sehr viele, bei den staatlichen Sprachendiensten, bei der UN, bei internationalen Organisationen allgemein. Und einige Worte zur Arbeitsweise eines Konferenzdolmetschers. Wie ich bereits angedeutet habe, Vorbereitung ist das A und O. Ein Dolmetscher muss in der Lage sein, in kürzester Zeit sich fachlich und terminologisch so weit auf die Höhe des Redners zu bringen, dass er das Ganze zumindest ansatzweise nachvollziehen und richtig in die andere Sprache bringen kann. Das kann eine ziemliche Herausforderung sein, vor allem wenn Anfragen kurzfristig kommen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man mit dem Kunden Kontakt aufnimmt und möglichst früh möglichst viel Information erfragt und auch erhält. Das ist natürlich manchmal problematisch, von wegen, ja, diese Information ist vertraulich. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, vertraut eurem Dolmetscher, es ist besser für den Erfolg eurer Veranstaltung, wenn ihr ihm mehr Informationen gibt. Und wir sind auch an einen Ethos gebunden, der besagt, dass wir vertrauliche Informationen nicht an Dritte weitergeben. Wichtig ist noch, dass Konferenzdolmetscher grundsätzlich, zumindest beim Simultandolmetschen, grundsätzlich im Team arbeiten. Das hat auch seine Gründe. Es ist nicht nur so, dass das die Qualität der Verdolmetschung sicherstellt, weil es nun einmal eine sehr belastende Arbeit ist, sondern es hat auch gesundheitliche Gründe. Medizinische Studien haben nämlich bewiesen, dass wenn man regelmäßig länger als eine Dreiviertelstunde, eine Stunde am Stück simultan dolmetscht, dass das zu Gehirnschäden führen kann, dass zu Unterversorgung des Gehirns mit Nährstoffen kommen kann. Das sieht man semiprofessionellen oder unprofessionellen Dolmetschern manchmal sogar schon am Gesicht an. Ja, und wie bereits erwähnt, lernen wir im Studiengang auch Notizentechnik. Es gibt hier verschiedene Ansätze, schriftbasierte oder symbolbasierte Ansätze. In Heidelberg wird vor allem ein symbolbasierter Ansatz gelehrt, aber im Endeffekt hat jeder Dolmetscher seine individuelle Art zu notieren. Noch ein paar Bilder. Das hier ist eine Kabine aus dem IED. Das ist nicht das Allerneueste, nicht das Allerbeste, aber sind die Geräte, an denen wir lernen. Ist vielleicht mal ganz interessant zu sehen. Besonders spannend ist es wahrscheinlich nicht. Und ja, das ist eine Notiz von mir. Ja, das ist der Anfang einer Rede von Angela Merkel. Ja, doch. Ja. Kannst du das vorlesen? Ich kann versuchen, etwas daraus zu machen, wenn ich dolmetschen würde. Ich erinnere mich noch grob. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier bei Ihnen zu sein und möchte Sie ganz herzlich in Berlin willkommen heißen. Ich freue mich besonders, dass so viele junge Menschen heute hier sich versammelt haben, aus ganz Europa, um des Jahres 1914 zu gedenken. Ich dachte ja, das Berlin ergibt, aber dann kam halt auch direkt das nächste Wort mit Berlin. Krass. Hast du das jetzt sozusagen die Notizen mehr zum Üben gemacht?
Oder? Ja, die sind, das sind Übungsnotizen, beziehungsweise ich hatte keine Originalnotizen mehr. Ich habe gestern einfach noch mal kurz in eine Rede reingehört und ein Stück mitnotiert, damit ich das hier in die Präsentation machen kann. Du schaust dir dann daheim zum Üben irgendwelche Reden an, die du im Internet findest oder die im Fernsehen liefen? Zum Beispiel, ja, das kann man. Also, da wir im Zeitalter von YouTube etc. leben, gibt es sehr viel Material, mit dem wir arbeiten können. Das einzige Problem ist, dass es nicht so leicht ist, an japanisches Material zu kommen. Einfach weil es nicht so viele Aufnahmen von japanischen Rednern im Internet gibt. Das Japanische ist eher eine Schriftkultur. Mhm. Gut. Und jetzt der Grund, warum ich hier bei euch bin. Terminologiearbeit ist zum einen der Begriff für die terminologische Vorbereitung, zum anderen der Begriff für das, was ich in meiner Masterarbeit tun möchte. Wie ich hier unten geschrieben habe, eine erweiterte, idealisierte Form der Vorbereitung auf einen Dolmetscheinsatz. Sprich, ich persönlich möchte mich jetzt mit 3D-Druckern auseinandersetzen, sowohl mit Heimverfahren als auch mit industriellen Verfahren. Fachbegriffe in den Sprachen Deutsch, Japanisch und Englisch sammeln, das Ganze sortieren, aufbereiten, mit Erklärungen versehen. Sortieren muss man sozusagen thematisch sortieren, also in sogenannte Nester sortieren. Das ist in etwa die Vorgehensweise, die wir in der terminologischen Vorbereitung auf einen Dolmetscheinsatz haben. Das Ganze ist natürlich eine idealisierte, erweiterte Form. Im Normalfall haben wir nicht so viel Zeit, um das Ganze so sehr im Detail zu machen, wie das in so einer Masterarbeit gemacht wird. Man muss dazu sagen, wir haben in meinem Studiengang die Wahl, entweder eine dolmetschwissenschaftliche Arbeit zu verfassen, also sich theoretisch mit dem Dolmetschen zu beschäftigen. Das wird dann so eine 30-Seiten-Arbeit oder eine Terminologiearbeit zu machen, was sich die meisten machen. Das wird tendenziell eher eine 300-Seiten-Arbeit. Macht aber mehr Spaß, meiner Meinung nach. An dieser Stelle möchte ich euch nun allen für eure Aufmerksamkeit danken. Noch einmal sagen, ich freue mich sehr, hier so viele interessante Menschen kennenlernen zu dürfen. Und ich hoffe, dass ich mit dem einen oder anderen in Kontakt bleiben kann, der mir dann hoffentlich ein bisschen unter die Arme greifen kann, wenn ich Probleme im Verständnis für meine Masterarbeit habe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Aber wenn ihr Fragen habt, stehe ich natürlich offen. Ja. Ja. Erzähl mal ein Beispiel aus der Praxis, zum Beispiel dein peinlichster Übersetzungsfehler. Mein peinlichster Übersetzungsfehler. Also was mir jetzt da spontan einfällt, im letzten Sommer habe ich für einen Sportjugendaustausch gedolmetscht mit japanischen Jugendlichen. Und da war ein japanisches Mädchen dabei, die hat mit einer sehr leisen Stimme immer gesprochen. Da stand ich auf der Bühne, vorne saß der Bürgermeister des Ortes und die ganze Stadtratsriege und so weiter. Und dann wurden den Jugendlichen Fragen gestellt auf der Bühne. Dann kam die Frage an dieses Mädchen, ja, was hat dir denn an Deutschland am besten gefallen? Sie hat so etwas gesagt, ja, wie ich mit meiner Gastfamilie nach Frankfurt gefahren bin. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund habe ich das Wort für Trampolin gehört. Und habe irgendetwas von Trampolinspringen erzählt und musste mich dann sehr peinlich berichtigen. Boah, das haben sie ja gar nicht gemerkt. Was ist die berühmteste Persönlichkeit, für die du schon übersetzt hast? Ich persönlich, die berühmteste Persönlichkeit. Das wird sich so auf Bürgermeister-Ebene bewegen. Also der Bürgermeister von Mosbach-Baden, der Bürgermeister von Heidelberg. Mehr, wie gesagt, ich bin noch in der Ausbildung. Ja. Das ist ein absolut krisensicherer Job. Also es sei denn, es entdeckt jemand den Babelfisch oder was für Voraussetzungen hast du denn sprachlich, um diesen Job zu machen? Also du musst ja im Prinzip perfekt zwei Sprachen lernen. Also jetzt mal Englisch, soweit, es geht dann auch darum, dass du es in beide Richtungen dolmetschst. Ne? Und bei Japanisch, da habe ich dann auch irgendwie so einen Zucken, weil das ist ja nicht ganz unkomplex. Ja, es ist fremdartig, sagen wir es so. Ich persönlich habe
jetzt, bin jetzt im sechsten, na gut, ich lerne seit 6,5 Jahren Japanisch ungefähr, habe 2 Jahre in Japan verbracht. Was ich vor kurzem gelesen habe auf einer Seite, die Leuten den Beruf des Dolmetschers näher bringen will, ist, dass man sagt, wenn man in der Lage ist, komfortabel in beiden Sprachen ein Gespräch über aktuelle politische Tagesthemen zu führen, dann hat man die Grundvoraussetzungen. Ja, wobei ich sagen muss, als ich angefangen habe mit diesem Studiengang, hatte ich diese Grundvoraussetzungen noch nicht. Ich habe mich halt ein bisschen hochgearbeitet. Also so weit, dass ich sagen könnte, fließend Deutsch, Englisch, Japanisch. Ich habe mal ein klein bisschen Koreanisch gelernt, aber das ist alles wieder weg. Und im Moment lerne ich Türkisch. Hier in Mannheim nicht verkehrt. Ja, allgemein in Deutschland nicht verkehrt. Und ist auch eine schöne Sprache. Ist man da irgendwie rechtlich gebunden, sage ich mal? Also ich meine, wie du ja so schön gesagt hast, wenn du mit, sagen wir mal, höheren politischen Tieren da eine Dolmetschung machst, dann kannst du ja... Also dann hast du ja sozusagen das Ruder mit in der Hand. Rechtlich gebunden, also meinst du sozusagen, ob man verantwortlich ist? Ja. Mhm. In Deutschland ist es üblicherweise so, dass man als Dolmetscher einen Dienstvertrag abschließt und keinen Werkvertrag. Mhm. Sprich, man ist nicht verantwortlich für die Qualität dessen, was man liefert, sondern nur dafür, dass man etwas liefert. Okay. Die Verantwortlichkeit zeigt sich eher für den Dolmetscher an einer anderen Stelle. Wenn er einmal so etwas getan hat, dann könnte es sehr schwer sein, erneut Arbeit zu finden. Ich fand so wie der Gebärdendolmetscher. Ja, das war auch ziemlich viral bei uns. Das Ganze. Ja, könnte es für dich ein ethisches Problem geben? Das heißt, wenn jetzt jemand was sagt, mit dem du in grundsätzlich absolut nicht einverstanden bist, würdest du es entschärfen oder modifizieren, sodass es dem anderen, also würdest du in so eine Übersetzung eingreifen? Also das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage, darüber habe ich auch schon mit anderen diskutiert. Also grundsätzlich ist es so, dass Dolmetscher in ihrer Natur so sind, dass sie Dinge leicht entschärfen. Mhm. Es ist einfach weniger riskant, als Dinge noch zuzuspitzen. Und deswegen gewöhnen wir uns das an. Eine ethische Frage. Die Sache ist immer die, in welcher Situation man eben persönlich ist. Normalerweise wird man von jemandem dafür bezahlt zu dolmetschen und möchte diese Person dann eben zufriedenstellen, sodass man wieder genommen wird. Und in dem Fall, also wenn ich eine andere politische Meinung habe, zum Beispiel, da kann ich nicht viel machen. Ich muss das sagen, was die Person sagt. Ich bin ja auch nicht für den Inhalt verantwortlich, sondern nur dafür, dass die Kommunikation zwischen den beiden Personen steht, sozusagen. Mir würde jetzt persönlich kein Fall einfallen, in dem ich damit brechen würde, mit diesem neutralen Stand sozusagen. Aber es ist mit Sicherheit möglich, eine Situation zu konstruieren, in der ich gezwungen wäre, aus der Rolle zu treten, ja. Also, was hat man da so im Studienplan für Fächer? Fächer? Also, ich meine, ja. Also, der Kern sind natürlich die Dolmetschübungen. Das sind dann so Kurse wie... simultan Deutsch-Japanisch, simultan Japanisch-Deutsch, simultan Englisch-Deutsch, konsekutiv Englisch-Deutsch und so weiter. Das sind dann immer anderthalbstündige Übungen, in denen wir mit Aufnahmen oder mit dem, was der Dozent vorliest, arbeiten und das tatsächlich dolmetschen. Darüber hinaus gibt es noch theoretische Fächer, Seminare und was halt an der Uni so zu erwarten ist, das spielt aber eher eine marginale Rolle. Gut, und ganz zentral im Studiengang Konferenzdolmetschen am IÖD ist dabei noch die Montagskonferenz. Das ist ein in das Studium integriertes Praktikum. Das ist tatsächlich so, dass während des Semesters einmal pro Woche eine kleine Konferenz organisiert wird mit Rednern, die
aus verschiedenen Bereichen kommen, über verschiedene Themen sprechen. Und wir sind dann eben angehalten, das einfach aus der Kabine zu dolmetschen. Es kommen auch Zuhörer und es geht einfach darum, die Dolmetscher an die reale Situation zu gewöhnen. Das machen wir im zweiten und dritten Semester jeweils. Wir können ja eigentlich auch unsere Videos mit einer zweiten Tonspur ausstatten. Ja. Vielleicht den japanischen Markt erobern. Einstand auf dem Weg zur Hölle. Ja. Vielen Dank für den Vortrag. Ja, gerne.